Sie sind hier, 21. August 2018, 12.32 Uhr, von Hauke Fangens. Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Die Comic-Grafik ist eines der besonderen Features von Fortnite. Urheberrecht Epic Games. Der Battle Royale Shooter Fortnite bekommt ein neues Rekordturnier. Damit schwimmt das Trendspiel weiter im Hype um die Millionenpreisgelder. Fortnite hat den Sprung in den E-Sports geschafft. Zumindest mit Blick auf die Rekordsummen muss man sich nicht vor der Konkurrenz verstecken. Ein neues Ausrufezeichen setzt Entwickler Epic Games nun mit einem großen Turnier auf der Videospielmesse PAX West. 1,5 Millionen für Final-Event, denn auf der Veranstaltung in Seattle soll der Summer Skirmish sein großes Ende finden. Die Turnierreihe war der erste Esports-Schritt der 100-Millionen-Offensive der Fortnite-Macher. Seit Mitte Juli laufen die Online-Wettkämpfe, die in Europa- und Nordamerika-Division aufgeteilt sind. Allein für diese Serie werden 8 Millionen US-Dollar an die Gamer ausgeschüttet. Mit dem Abschluss der Skirmish landen nun noch einmal 1,5 Millionen US-Dollar im Pott. Los geht es am 31. August mit 3 unabhängigen Qualitagen vor Ort, an denen jeweils abends die Gewinner gekürt werden. Die besten 33 Spieler dürfen dann am 3. September zum großen Finale antreten. Fortnite hat keinen leichten Esports-Stand, so richtig sucht Fortnite noch seine Rolle im Esports. Die meisten Turniere finden ausschließlich online statt und eine ausgereifte Turnierstruktur gibt es noch nicht. Mit dem Skirmish-Event wagte Epic Games erste Schritte in den Wettbewerbsbereich. Die Probleme waren gerade in den ersten Wochen sehr groß. Dank Serverproblemen und Turnierabbrüchen ist es kein leichter Weg für den Shooter. Gerade das Spielprinzip mit bis zu 100 Spielern, die zeitgleich auf einem Server um das virtuelle Überleben kämpfen, macht die Umsetzung im Esports nicht einfach. Inzwischen finden die Wettbewerbe aber mehr Anklang in der Fortnite-Welt und auch ein paar deutsche Gamer konnten schon groß aufspielen. Fortnite Battle Royale ist umsonst für PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, iOS und seit kurzem auch für Android-Handy erhältlich, lesen Sie auch. So wurde Fortnite zum Mega-Erfolg von Hauke Fangens. Folgen @retake Hauke. Hauke Fangens, geboren 1993, studierte Medienwirtschaft und Journalismus in Wilhelmshaven. Er arbeitete parallel schon für die S. Mehr.